Ich möchte nämlich jetzt ein bisschen in diese Bauphase übergehen und einfach weniger Themen vielleicht mal ansprechen. Hatte ich ja gesagt, so ab Folge 61 eventuell, dass ich das mache. Und ja, da wir jetzt so in Folge 61 sein sollten, werde ich so langsam aber sicher mal weniger Themen ansprechen, jetzt mal für eine Weile. Ich meine, wir hatten jetzt wirklich lange Zeit immer viele Themen und haben das in der letzten Folge noch mit einem Mathe-Tutorial abgeschlossen, was natürlich super war, hoffentlich. Vielleicht hat es euch wirklich geholfen. Und ja, heute wollte ich mal einfach im Netter eine Sache machen, wo man ein bisschen Konzentration für braucht. Und ja, was vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und ja, dazu gehe ich jetzt nochmal. Boah, ich weiß es gar nicht. Ich gucke erstmal hier, welche Koordinaten hat das Portal denn eigentlich? Das wollte ich mir nochmal aufschreiben. Also 117 und 43. Beziehungsweise, ja, 117 und 43. Das schreibe ich mir mal auf. Die muss man ja dann immer durch 8 teilen. Wo kann ich mir das mal hinschreiben? Ich habe jetzt hier gar keinen Platz. Ach doch, hier habe ich ein leeres Blatt noch. Das hört man jetzt ein bisschen. Also 117. Y ist ja egal. Und 43. Okay, dann gehen wir mal durch und gucken mal, ob das stimmt. Ich mache mal F3 wieder an. Also ob wir jetzt wirklich im Dingens stehen. An den Koordinaten. 15 und 3. Boah, 43 durch 8. Ist das 3? Nee, das ist nicht 3. Wir sind ein bisschen falsch. Ein bisschen daneben. Ja, wir müssen nochmal einiges abbauen, denke ich. Wir müssen die Portale echt mal umsetzen, ey. Das ist wirklich wichtig. Warte, ich gehe erst mal zurück und hole mein Feuerzeug. Also wir verbinden jetzt mal die Portale noch mal korrekt. Also die Gänge hier, die wir gegraben haben, die können wir auch vergessen. Wahrscheinlich. Die können wir dann wieder umgraben. Ja. Aber wir müssen das einfach mal korrekt machen. Also wirklich diese Koordinaten nehmen. 117 und so. So, warte. Und vor allem auch die Ausrichtung müssen wir beachten. Oder sollten wir. Feuerzeug, genau, wo war's? So, da kann ich euch jetzt mal kurz zeigen, was ich meine. Mit meinem ganzen Gerede. Und zwar, haben wir noch Obsidian übrig? Ich glaube ja, oder? Ich weiß es gar nicht. Wenn nicht, dann gehe ich nochmal in meinen. Ah, zwei haben wir noch. Ja, komm. Wird schon gehen. Wir könnten natürlich auch. Pass mal auf. Ich bin jetzt mal ganz ein Gauner und hole mir hier noch das Obsidian raus. Auch wenn ich jetzt eine Ender. Auge verloren habe, ist ja egal. Ich guck mal hier nach der Ausrichtung. Wir haben hier bei Facing East, also Ost-West. Okay, mal sehen, welche Ausrichtung wir im Netter haben. Das sollten wir jetzt auch Ost-West machen, nicht Nord-Süd. Hier haben wir auch East. Gut, schön. Also das ist schon mal richtig. Allerdings sind einige andere Sachen falsch. Ich baue mal hier den Stein ab. Weil das Portal, das sitzt nicht gut. So, dann nehmen wir das mal mit. Und ja, ich bräuchte gerade mal ganz kurz meinen Calculator. Warte, Rechner. Da habe ich ihn. So, schön. Dann 117 durch 8. 14. Okay, das ist ja schon mal richtig. Na gut, fast hier müsste es hin. Und ich glaube, wir müssen noch in die Richtung ein bisschen. Warte mal, ist 43. 43 durch 8 ist 5,3. Also hier so. Irgendwie habe ich mich da vertan damals, ich weiß nicht. Hier müsste das Portal hin. 5 und. Aber eher 6, also machen wir mal so hier. Da kommt jetzt das Portal hin. Okay. Bauen wir das hier erstmal ab. Ja, Ordnung muss halt sein, ne? 14 stimmt auch, okay. Ja, dann bauen wir das hier mal ganz kurz ab. Dass ich immer noch ein Netherrack erwischen muss, ey, das ist ja schlimm. Ja, und dann müssen wir natürlich auch noch das andere Portal verschieben. Da ist es eigentlich noch viel, viel wichtiger, weil das hat immer noch mehr rumgebackt.
das vorne, was zu unserem Hotel führt. In Anführungsstrichen Hotel. Das kann man ja so gar nicht bezeichnen eigentlich. Das ist eigentlich nur ein riesiger Wohnklotz oder was das auch immer sein soll. Ja, ich habe halt damals gedacht, yo, lass mal hier so ein krasses Hotel bauen. Aber irgendwie ist es nichts geworden. So. So, hier grabe ich natürlich weg, damit man da irgendwie reinkommt. Also ganzen schönen Gänge werden ja zunichte gemacht, einfach mal. So, und ich hoffe, es funktioniert. Ach, die sind schon durch, die Steine. Kann ich nicht mehr aufsammeln gerade. So, pass mal auf. Da machen wir ja alles dicht. Ah. Komm, bauen wir den lieber so hin, damit wir hier sozusagen den Rücken voll haben. Oh, warte mal. Reicht sogar wieder. Tun wir den mal dahin. Der war übrig. So, dann gehen wir mal durch. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Okay, wir sind jetzt hier. Also die Anbindung ist schon mal richtig. Ich habe das ein bisschen geändert im Nether jetzt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch so rum. Hab mal gehört, in Minecraft sucht er sich jedes Mal wieder das Portal neu, wenn er durch den Nether geht. Das ist natürlich auch mal was Interessantes. So, ich gehe jetzt auch mal durch die Oberwelt und guck mir mal die Koordinaten von dem anderen Portal an. Ich will jetzt nicht wieder im Nether irgendwas unordentlich machen oder durcheinander bringen. So. Ich gehe auch mal ganz kurz schlafen hier. Es nervt ja ziemlich, dass wir gerade schon Mitternacht haben. Ich will nämlich gerade keine Monster jagen. So. Okay. Dann mal hier durch und runter. Darüben müssen wir hin. Jetzt können wir mal wieder die Bahn benutzen. Ja, ihr merkt schon, ich habe wesentlich weniger zu reden irgendwie als sonst. Also was muss auch einfach mal sein. Ja, weil das Problem ist, ich möchte das eigentlich nicht offscreen machen. Und ich möchte eigentlich auch nicht das machen, während ich im Thema rede. Beziehungsweise da kann ich es nicht machen, weil ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren, so richtig. Deswegen denke ich mir, so ist das auf jeden Fall besser. Wenn wir da einfach mal ein paar Folgen machen, wo wir ja einfach mal es ruhiger angehen lassen, sagen wir mal so. Da kann man auch mal ein paar Skelette abschießen. Oh, ich hab sogar gekriegt. Oder? Nee, da war keine Experience. Egal. So, gleich sind wir da. Zack. Und aussteigen. Und hier hätten wir das Portal, hier will ich auf jeden Fall hin. Schon ewig, aber irgendwie schaffe ich es nie. Immer komme ich da vorne irgendwo raus. So, hier haben wir die Koordinaten. Minus 168, minus 168 und 278. Okay. Da rechne ich mal kurz im Nether, wo das hin muss. 168 durch 8. Ist 21. Ah, ich kann nicht schreiben, ey. Und 278 durch 8. 34, also 35, so. So. Oh, das konnte ich gar nicht drücken. Okay, F3 weg. Ich würde jetzt sagen, wir bauen mal das Portal da hinten ab. Weil das irgendwie jetzt für den Arsch ist. So. Haben wir nicht da noch zwei Portale rumgammeln? Irgendwie ja, ne? Müssen wir jetzt alle abbauen hier. Ja, da hinten ist da noch eins. Also hier gab es aber auch oft Komplikationen. Vor allem auch bei dem 1.8er Update oder wann das war. Da waren die Portale dann auch so verbuggt irgendwie. Ich weiß gar nicht, woran das lag.
Ich glaube, weil man auch in der 1.8 irgendwie entfernt hat, dass man sich den Portalblock an sich in Minecraft geben kann mit dem GIF-Command. Das geht nämlich gar nicht mehr. Was ziemlich blöd ist. Die ID wurde irgendwie einfach entfernt. Den kann man gar nicht mehr im Inventar haben. Ich hatte den nämlich in einer anderen Welt mal in einer Kiste liegen, von der 1.7 noch. Oder noch eher. Und als ich dann die Welt in der 1.8 geladen habe und die Kiste geguckt habe, haben die ganzen Blöcke gefehlt. Das war übelst komisch. Ich weiß nicht, das haben die einfach so entfernt, die IDs. Irgendwie 90 bis paar 90 haben sie da entfernt. Das fand ich schon blöd. So, jetzt bauen wir das nochmal ab. Schöne Obsidian-Farm hier. Da brauchen wir dann eigentlich auch nicht mehr diese schwarzen Wollblöcke da als Ecken. Die haben wir auch schon seit Ewigkeiten bei dem anderen Portal dran. Die nerven auch irgendwie. Da können wir dann auch mal hier ordentliche Ecken machen. Ne? Weil wir es uns endlich mal leisten können. So, erstmal was essen. Dann mal weiter hier. Ja, so macht man das auf jeden Fall. So sollten wir es auch machen. Denn, ja, ich möchte einfach einen ordentlichen Nether-Hub haben. Ich werde den später auch noch ausbauen. Keine Sorge, das bleibt nicht so. Ist ja zurzeit alles noch ziemlich komisch dort. Ja. So, dann mal reingehauen hier ins Obsidian. So. Okay. Dann, oh, ich bräuchte mal Erde. Bisschen was. Ich finde das geil, wie schnell das geht. Irgendwie schon cool. So, dann mal zum anderen. Wo ist denn das? Hier. Leute, hier ist ja mal ein Creeper hochgegangen. Stimmt, ich erinnere mich. Da sind wir doch auch fast gestorben damals. War das nicht in Staffel 5 oder? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, es müsste Staffel 5 gewesen sein. Da bin ich irgendwie fast gestorben, als ich da durch bin. Oder da. Ja, langgelaufen bin. Oder obwohl, war es nicht noch Staffel 1? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Mal sehen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zurück. Wenn wir jetzt hier durchgehen, dann, ja, kommen wir wieder irgendwo raus. Ich hätte natürlich jetzt die Portale auch stehen lassen können, aber ich wollte sie einfach erstmal deaktivieren. Beziehungsweise das eine Portal, was noch aktiviert war. Weil sonst kommt es da schnell zu Komplikationen im Nether. Und das wollen wir nicht, ne? Wir wollen es ja einfach mal ordentlich machen. Und deswegen fahren wir jetzt hier nochmal lang. Boah, Leute, wisst ihr noch damals, als ich mal Staffel 1, 2 und 3 die Welten in eine Welt gepackt habe, da habe ich diese Chunks in den Regionsordnern habe ich irgendwie zusammengetan in eine Welt und da war dann zum Beispiel hier in der Welt da hinten das Staffel 2 Haus und so. Das war auch ziemlich interessant. Das habe ich mal gemacht, sowas. Ah, und das waren Zeiten. Die Welt habe ich auch noch. Die können wir uns ja später nochmal angucken, in einem Special oder so. Ah, vielleicht mache ich das mal noch. Das wäre dann mal interessant. Mal sehen. So. Jetzt erstmal ins Portal. Genau, ich wollte jetzt gar nicht ins Haus. Was wir übrigens auch nochmal machen müssen hier. Da oben sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Da müssen wir aber auch da vorne noch. Also es gibt schon noch einiges zu tun, auch bautechnisch. Ne? Da hängen wir ein bisschen hinterher. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, jo, machen wir das so. Mal ohne Themen, wie wir es früher auch hatten. Und ich will mich jetzt eigentlich auch nicht die ganze Zeit deswegen rechtfertigen müssen oder so. Weil ja, ich hab's halt persönlich auch lieber mit Themen. Aber manchmal ist es halt einfach schwierig. So. Okay, jetzt müssen wir hier mal an die Koordinaten gehen. 21 und 35. Und ja, jetzt habe ich nicht nach der Ausrichtung geguckt, aber es müsste dieselbe sein. Weil ja die Richtung dieselbe ist. Ja, das habe ich mir nämlich einfach mal gemerkt. So.